Das Ende von Marco Schall im RTL-Frühstücksfernsehen wirft zahlreiche Fragen auf, insbesondere diejenige nach seiner eigenen Verantwortung für diesen beruflichen Abgang. Die jüngste Ankündigung des Privatsenders, den auslaufenden Vertrag des 49-jährigen Moderators nicht zu verlängern, hat eine Welle der Empörung bei den Zuschauern ausgelöst. Ab Januar des kommenden Jahres wird Schall demnach nicht mehr in den Formaten Punkt 6, Punkt 7 und Punkt 8 vor der Kamera stehen. Die getroffene Entscheidung stößt bei vielen Fans auf absolutes Unverständnis, wie sich beispielsweise in einem Kommentar auf Instagram zeigt: "Ich bin total entsetzt. Ohne sie schaue ich die Sendung nicht mehr, was für eine katastrophale Fehlentscheidung." Trotz der öffentlichen Kritik bleibt die Frage bestehen, ob Schall selbst für sein Ausscheiden verantwortlich ist. Anscheinend wurde die Entscheidung nicht ohne Grund getroffen, und hinter den Kulissen der TV-Formate scheint Marco Schall wenig beliebt gewesen zu sein. Eine Quelle aus dem Umfeld des Senders enthüllte, dass einige Moderatoren sich zuletzt geweigert hätten, mit ihm weiterzuarbeiten. Der Grund: sein als dievenhaft beschriebenes Verhalten hinter den Kulissen. Es ist so, dass sich einige Moderatoren zuletzt geweigert haben, mit Marco weiter zu moderieren. Er hatte sich durch sein dievenhaftes Verhalten hinter den Kulissen unbeliebt gemacht, so die Insider-Information. Ein anderer Informant bestätigt diese Einschätzung und fügt hinzu: er war sich zu schade für die Sendung. Aus seiner Sicht konnten ihm andere nicht das Wasser reichen. Dieses Gefühl hat er seinen Co-Moderatoren vermittelt. Somit scheint sein dievenhaftes Agieren maßgeblich für die Nichtverlängerung seines Vertrages verantwortlich zu sein. Bisher hat RTL noch nicht auf die schwerwiegenden Vorwürfe gegenüber dem Noch-Moderator reagiert. Vor der Bekanntgabe der Nichtverlängerung hatte der Sender lediglich die Dienste von Marco Schall gewürdigt und betont, dass er in den vergangenen 2 Jahren einen bedeutenden Beitrag zur erfolgreichen Neupositionierung der RTL-Frühstücksfernsehsendungen geleistet habe. Ab dem 8. der Nachfolger des gebürtigen Erfurters ist bereits festgelegt. Januar 2024 wird Jan Malte Andresen neben Annette Möller, 45, oder Simon Beek, 43, durch die Frühmagazine führen. "Ich freue mich wahnsinnig darauf, mit den RTL-Zuschauern den Tag zu beginnen", erklärte der WDR-Radiomoderator in Bezug auf seine neue Aufgabe. Bemerkenswert bleibt jedoch, dass Marco Schall bisher noch nicht persönlich zu seinem Ausscheiden Stellung genommen hat.